Was ist eigentlich aus den Leuten geworden, die vor der Klausur damals immer Dextro Energy gegessen haben? Bro, ich bin depressiv und drogenabhängig. Was ist mit denen los? Boah, jetzt erstmal eine Zigarette rauchen. Oh Mann. Oh Scheiße, Alter. Puh. Ein klassischer Montag. So, lass uns die Scheiße schnell abhaken. Ich bin jetzt schon tot. Ich kann nicht mehr. PUV, du sagst deiner Freundin nicht, dass du sie abholst. Mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, gell? Wohin fliegst du in die Ferien? Ich fliege nach McDonald's und bestelle mir nur Pommes. Howdy Cowboy. Damals in Abi hat sich ein Mädchen über meine Präsentation lustig gemacht. Also habe ich ihre Freundinnen unauffällig gefragt, welches Thema sie hat und habe mich 4 Tage lang darüber informiert. Während der Präsentation habe ich ihr dann so viele Fragen gestellt, als wäre es Allgemeinwissen. Daraufhin hat sie angefangen zu weinen. Jede Frau kennt es. Simsalabim! Da bin ich wieder, hallo! Es ist Zeit, Düten zu tragen. Hallo? Hallo? Komm runter! Komm runter! Komm runter jetzt! Er löst all deine Probleme mit Frauen. Ey, Bro, ich bin voll froh, dich zu sehen, Digga. Meinst du, du kannst mir kurz helfen, Digga? Ich hab ein bisschen Stress mit der Flamme, so. Handy her. Ja, das Ding, fair ist los. Oh, die ist sauer. Ja, ja. Das ist richtig wütend. Ja. Okay. Okay, das Erste, was du bei so etwas immer sagen musst, so, ist, chill mal deine Eier, was los, ja? So, damit sie auch mal ein bisschen beruhigt, weißt du, wenn eine Frau nicht sagt, dass sie sich beruhigt, weiß sie gar nicht, dass sie sich beruhigen soll, weißt du, was ich meine? Stimmt, stimmt. Okay, beim Mittelfinger, da musst du schreiben, hast du deine Tage oder hast du nichts gegessen, was ist los mit dir? Weißt du, da zeigst du, dass du dich um sie sorgst, kümmerst, weißt du, innere Medizin und so. Stimmt. Okay, das ist eine harte Beleidigung, das ist... dann sagst du, als der Joker überhaupt, chill mal, meine Ex hat sich darüber auch nicht aufgeregt. Weißt du, damit sie auch weiß, andere Weiber sind entspannter als sie, soll nur ein bisschen chillen, weißt ja, du, was ich meine? Ja, du hast recht. Du bist Single, tut mir leid, doch. PUV, ein Controller, funktioniert nicht auf Klassenfahrt. Mach Fenster kaputt. Ganz leicht, ganz leicht, mein Name, langsam, was ist das? Warte, wie geil! Sehr wichtiger Kochtipp. Schatz, mittags schon Rotwein? Den brauche ich zum Kochen. Ach so, was gibt's denn Schönes? Pommes. Du bist auf Meile und hast die besten Zimmernachbarn. Endlich wieder Malle, endlich wieder laut, endlich wieder Malle auf mein Holz. Das war nicht so geplant. 10-Jährige mit Laptop-Bauchtasche. Ey Bruder, hast du Koks? Hast du Koks ein bisschen? Koks? Ja. Warum? Hast du Koks oder nicht? Ja. Weil du hast Bauchtasche an und so. Ja. Ehrlich jetzt? Ja, wie teuer? 100 Euro. Ja, ich komm, ich geb dir gleich, komm. Was will der jetzt dann? Bei Gott. Auf jeden Fall. Ich hab den gefragt, weil mich das provoziert. Jeder 7, 8, 9-Jährige trägt riesen Tablet-Bauchtaschen, Digga. Ja, nicht gut. Also Jungs, für euch. Ja, passt. Zieh ab das Ding. Ich zieh's ab. Wie viel haben wir's? Analyse. Der ist am Arsch. 0,6, ja. Ich bin nicht verdoppelt. Am Arsch. 1,2. Ja, ist easy, ne? Kann man noch machen, ne? Ja. Frauen versus Männer. Was würdet ihr an einem Tag machen, wenn ihr wüsstet, das wäre euer letzter? Boah, alle Drogen der Welt reinballern, Alter. Nochmal in der Öffentlichkeit sagen, wie viele Spassen ich hasse, in der Öffentlichkeit auspacken, wie viele Leute, wie viele hinterhältige Leute es gibt, wie viele dreckige Leute es gibt, dann würde ich Sachen auspacken, die ich noch nie ausgepackt habe, mein Stream, was ich über alle Menschen denke, dann würde ich mir Heroin spritzen, dann würde ich eine Bank ausrauben, boah, ich würde alles machen. Ja, also ich würde halt die letzten Momente mit meiner Familie noch verbringen und halt einfach den Liebsten, mit den Liebsten untergehen. Komplett hops genommen. Schön, Pullover hast du da. Dankeschön. Ich hab nichts drunter. Keine Sorge, wächst noch. Und auf Twitter schreibt mir eine ZIP2-Zuseherin, sorry, aber aus welchem Mistkübel kam heute ihr Sakko?
Ich gehe jetzt ein bisschen weinen, aber Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.